du da? Mit dem Gewehr und der verrückten Maske? Dein Atem riecht nach Blut. Und du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Willkommen zurück zur weiteren Ausgabe von Star Wars Battlefront 2, der Classic Collection für die PS5. Was wir heute machen werden, ich dachte mir einfach mal, komm, wir spielen heute mal ein paar Schneemaps. Wir zocken jetzt heute mal alle Maps, die im Schnee spielen. Ich weiß, Rot habe ich jetzt übersprungen. Wieso habe ich Rot übersprungen? Weil gefühlt in der Galaxieoberung hatte ich viel zu häufig Rot dran gehabt, deswegen ich möchte einfach mal mit was anderem beginnen. Wir fangen am besten von unten an, arbeiten es nach oben durch. Die Zitadelle hinzufügen. Eroberungen, Klonkriege, natürlich noch was hinzufügen, den Hafen, das ist eine richtig geile Map, muss ich zugeben. Auch wenn das mit den Vampas absolut keinen Bock macht, sag ich, wie es ist. So, was heißt hier das? Sand, Nee, Rot, haben wir Schnee, genau, Eroberung, bitte. Ich bitte darum, kein Schwörkrieg, das können wir natürlich nicht machen. Global, komm, gib mir die volle Luzi hier, 32. Eroberung, 32 Verstärkung, wir machen mal auf 300, soll ja spaßig werden. Das ist Sparta! So, wir fangen natürlich an. Die Zitadelle, das könnte spaßig werden. Natürlich, Republik. Ja, okay, sehr schön. Weil ich glaube, wenn ich hier auf der Map gewesen war, ich glaube, dann war ich immer nur als Imperium da gewesen. Weil das war eine DSC-Map für die Xbox 360 gewesen. Und hier wurde das in die Story quasi, Aufstieg des Imperiums wurde die mit dazu gefixt. Allerdings nur als galaktischer Bürgerkrieg machbar. Deswegen ist mal schön, dass hier zur Zeit der Republik das Thema zu sehen. Und so hoffe ich, war jetzt auch nicht auf der Map, deswegen. Meine Orientierung ist jetzt vielleicht nicht so die beste hier. Bleib stehen. Hab dich. Fuck, hier sind viele. Das sind viele. Ah, neben mir gespawnt. Der hat noch nicht. Der ist nicht oben. Wow. Nein, Gefäße spielen jetzt nicht. Wow, ist doch knapp. Ja, die Dinger können sich one-hitten. Ist jetzt nicht so geil, oder? Ich höre Tridika, weil es gut ist, wenn hier der Tridika bei mir ist, wird da draußen niemanden auf die Nerven gehen. Wir haben schon so viele Leute verloren. Was ist denn da los? Leute, halte das Ding. Lässt sich ja nicht kaputt aufgeben, oder? Magna-Wache gesichtet. Elite-Gewehr! Ich wusste es. Irgendwann müsste es ja mal kommen. Das gute Stück. Au! Das hätte mich ja treffen können. Wollt ihr es unbedingt wissen, Frieden? Wollt ihr es unbedingt wissen? Ich glaube, die wollen es wissen. Ja, schon. Lebensring. Wollt ihr denn damit? Die wollen es unbedingt wissen, die Säcke. Attacke, Leute, wir müssen sie zurücktreiben. Na. Ja, Sniper, nimm das. Oh, Scheiße. Gute Nacht. For the Republic, so muss das sein hier. Gute Nacht. Verdammt. Ja, die sind ja dann geschützt, das ist super. Medika gesichtet, kein solch kümmert mich drum. Nee, getwist du jetzt nicht, bin gerade gut dabei. Medika ist hinüber. Weiter geht's, Leute, weiter geht's. Vorrücken, vorrücken. Nicht zurück, vorrücken, Leute, vorrücken. Boah, es sind viele. Sniper, ich seh's. Und das Sniper, erledigt. Erledigt, Mann. Hab dich. Boah, Junge. Wir können erstmal ein bisschen durchatmen, aber trotzdem sinken unsere Zahlen. Das ist nicht gut. Der Kontrollposten gehört uns. Wunderbar, weiter geht's. Ich spiele so lange hier noch normale Infanterie, bis quasi mein Charakter stirbt und ich. So. Sobald mein Charakter stirbt, dann nehme ich hier natürlich Kommando. Weil die haben ein richtig geiles Ding. Für die Schulter. Oh! Hab dich.
Bugteil hole ich mir natürlich. Trau dich, komm zu mir, zum Altschauberg 8. Nimm's Gürchen, der Winkler. Da ist er, da war er, Winkler. Das war knapp. Bäh. Ich sehe dich auch. Dich sehe ich ebenfalls. Nein, jetzt nicht. Hab dich. Mini-Welt sind verkehrt. Magna-Wache, gute Nacht. Du da auch. Ja, der Kommandopost ist direkt um die Ecke, deswegen. Machen es hier nicht beliebt, wenn wir hier weiterhin rumstehen. Ran da in den Speck. Du sollst doch nicht rumstehen, du sollst attackieren. Scheiße. Nee. Oh fuck, Sackgasse. Ah. Fuck, aber der Schild ist gleich unten. Oh, dringend Bug da, ganz, ganz dringend. Oh fuck. Sieht gerade echt nicht gut aus, ne? Ist in der Sackgasse. Okay, jetzt nehme ich Kommando. Wir haben gut durchgehalten. Sehr gut durchgehalten, weil ich stehen geblieben. Auch wenn ich hier nicht die Beste damit angegriffen, wir gehen natürlich hin. Verteidigen das hier. Du willst hier angreifen, nichts da, ey. For the Republic! Boah, Alter. Ja, von hinten, warte mal. Von hinten gilt nicht, sag ich jedes Mal. Greif mich frontal an, das zählt eher. Oh, ihr Säcke, es sind zu viele. Hab dich gesichtet. Dich sehe ich auch. Ich darf die Kommandoposten nicht kampflos aufgeben. Ich werde so lange für die Kommandoposten kämpfen, bis mein Herz aufhört zu schlagen. Boah, Junge. That's the way it's there. So, Attacke, Leute, Attacke. Ich darf den Kommandoposten nicht aufgeben, Leute. Ich halte hier die Stellung, keine Sorge, ich halte hier die Stellung, Mann. Oh Gott, dieser Schildwerfer nicht nachgeben. Dieser blöde Druidika. Warum campt er auch hier? Ey, gut gemacht, du hast jetzt unsere Versorgung kaputt gemacht. Das ist super. Hier, gleich mal reparieren. Hier, reparieren. So, sieht doch gut aus. Was hat sich der Typ auf dem... Oh Gott. Hab dich. Ich hab eine Idee, pass auf. Scheiße. So, nächster. Scheiße. Das sind so clever, die Druiden. Sehen sofort, dass die Drohne nicht von denen ist, dann wird die sofort abgeschossen. Warum sind die so intelligent? Ja. Like the simulation, genau, aber ich will nochmal hier drüben bei der Brücke das noch erobern hier. Wir kommen einfach nicht mehr weg, ne? Wir sitzen hier fest, wir müssen das hier halten. Fuck, jetzt habe ich die Munition kaputt gemacht. Nee, jetzt nicht. Na gut, vielleicht doch keine so verkehrte Idee. Yep, ich glaube jetzt nämlich Kid Fisto. Der Kommandoposten fällt, ich muss den jetzt ja ganz dringend hier zurückholen und verteidigen, was auch immer. Kid Fisto! Ey, alte Socke, immer wie so ein Lächeln auf dem Gesicht, das ist doch super. Auf einmal hier Schnee und Kid Fisto läuft mit Frau Oberkörper durch die Gegend. Super. Boah! Hab dich. Ja toll, werft die Granate natürlich auf mich. Ja, macht natürlich voll Sinn. Psst, Wir werden uns niemals besiegen. Wir werden die Kommandoposten hier oben, natürlich. Du hast mir gerade Medipack zugeworfen, danke. Aber du musst trotzdem umbringen, weil der Kommandoposten eigentlich uns gehört hat. Den wollen wir natürlich zurückhaben.
ist, ey. Freundchen. Sei nicht so frech. Hab dich, dich krieg ich auch noch. Fuck, das ging voll daneben. Ne, ich hab noch erwischt, sehr gut. Zwei auf einmal, gut so. Und so, ich halte hier die Stellung. So muss das sein hier, so muss das sein. Halte hier die Stellung, Leute. Macht euch vom Acker. Bin schon dabei, Mann. Ah, oh, elegant gestorben, so Kommando, und dann halten wir wieder die Stellung hier. Haltet die Stellung. Hier, haltet die Stellung. Wir dürfen keinen Meter weichen, wir müssen den erobern. Boah, Alter. Schakalaka. Heilung, Heilung. Kann an den Speck, kann an den Speck. Hier, Schilde, haltet die Stellung, Leute. Ja, hier ist ein Sniper, ich hab schon bemerkt. Oh, scheiße. Ach ja, und stopp. Lieber im Geschütz, der macht Ärger. Ja, schwerer Junge hier, sehr gut. Da kommt gerade eine ganze Menge Schrott kommt jetzt hier an. Ah, nicht gut. Es sind noch 17. Ah, mit Rüdiger, nicht gut. Halt die Stellung, Leute. Ich habe es hingeworfen, das hole ich mir auf jeden Fall noch. Fällt die Leckerei. Die Brücke, müssen wir Brücke, Leute, müssen wir Brücke. Und schon. Erledigt. Der letzte Druide wurde hier noch erledigt. Konnten wir die Stellung nicht halten. Sehr schön. Nächster Planet. Jetzt bin ich ein bisschen heißer geworden. Killcounter 227. Geile Sache. Ist richtig geil. Fertig mit Nerven. Ah, ist eine schöne Map. Republik natürlich. Yep, und wir gehen halt direkt ran in den Speck. So, Leute, wollen wir mal hier. Die Druiden müssen von hinten kommen. Die kommen von hinten immer. Druidiker gesichtet, Druidiker gesichtet. Bleibt nochmal an der Seite, Leute. Bleibt nochmal an der Seite. Druidiker erledigt. Solange ihr bei mir bleibt, braucht euch keine Sorgen machen. Panzer gesichtet, ja. Der Schwachpunkt ist an der Seite, aber kann ich jetzt gerade nicht ran. Oder? Hier, da, der Schwachpunkt ist genau hier, das hintere Ding da. Bam. Genau so muss das sein hier. Warte, welcher wird denn überhaupt angegriffen? Der beim Tunnel, oder? Woanders dürften die jetzt eigentlich auch gar nicht rankommen. Muss ja einfach so sein. Das beim Tunnel greifen die jetzt gerade an bei uns. Sauerei. Okay, da war ich gerade ein bisschen so hoch gewesen. Gut, wir haben dafür gerade den anderen hier gerade erobert. Sehr gut. Ja, ich hab's ja erstmal Kontrolle. Macht mir keine Sorgen. Die Druiden spacken gerade ein bisschen rum. Das ist nicht gut. Ja, nicht, dass das Spiel jetzt gleich abkackt. Das wollen wir natürlich nicht. Oh Gott, noch an der Seite. Zeig mir die Seite. Rüdiger erledigt, so. Boom, Schakalaka, noch der nächste Rüdiger, komm her, du. Du willst Streit, alles klar, komm her, du. Streit kannst du gerne kriegen. Brrrk. Dann könnte ich eigentlich in dem Panzer hier. Okay, Leute, halt mal die Stellung hier.
Geh voran, ich schnappe hier den Panzer. Nein! Scheiße. Die hätten sich geschnappt. Den hol ich mir. Meiner. Jo, Freundchen, du hast mir den Panzer von der Nase weggenommen. Das kann ich ja nicht so dulden. Wenn die da am Panzer halten, die Stellung. Ich gebe dir hier mit ein bisschen Deckung. Got it. Attacke, Leute, Attacke. Bisschen zu weit. Yeah, Leute, yeah, es gefällt euch, ne? Yeah. Aber den hier gleich mal erobern? Ja, sieht doch gut aus, hier. Ja. Geht rein, Leute, geht rein, ich gebe euch Deckung. Geht da rein, ich gebe euch Deckung, Leute. Der Koks mit Mehl gepanscht. Das schwächt das Suchgefühl eurer Kunden. Es nimmt am besten Backpulver. Dann könnt ihr die normale Menge zum doppelten Preis verdicken. Hacker-Alarm, nichts da hier. Jetzt geht er rein, obere das Ding, Mann. Da hinten wird doch mal ein Typ verlangt. Die kommen aus dem Tunnel. Dann kann ich eigentlich auch campen. So, da warte ich direkt vom Tunneleingang. Kommt ruhig raus. Oh, und kaum seid ihr da, seid ihr auch schon wieder tot. Das tut mir aber leid, Leute. Die sollen da ruhig aus dem Tunnel rauskommen. Ja, ich mach die fertig hier. Mag sein, dass die jetzt drin den Tunnel haben, aber sie kommen nicht lebend raus. Traut euch, kommt zu mir. Das ist mein Schauberg 8, genau. Wollen noch mehr kommen, alles klar. Haltet die Stellung! Keine Sorge, wir haben keine Chance hier. Bäm, immer ran an den Speck. Campen, ich nenne das taktisches Worten, das ist eigentlich eine gute Strategie. Normalerweise würde ich da oben links auf dem Kommandoposten die ganze Zeit überbleiben, da oben auf dem Kommandoposten die ganze Zeit überbleiben, von dort aus hier runterballern. Aber nur dann baller ich ab und jetzt baller ich mal hier rein. Jetzt bin ich mal der unfaire Camper, der jetzt auch mal hier bleibt und alles über den Haufen rotzt. Druidika, Meister Druidikas! Ihr kommt hier nicht lebend raus. Ja, ich sehe schon, keine Sorge. Bam. Du hast es ziemlich beschädigt rausgeschafft, mein Junge. Dann soll ich, gebe euch allen Rückendeckung. Ihr könnt ruhig reingehen da. Geht ruhig rein da. Ich könnte mal jemanden gebrauchen, der hier mein Ding mal ein bisschen repariert, ne? Hey, da kommen sie alle. Geht da rein, Leute. Geht da rein. Dafür haben sie ja mich geschickt. Guck mal, dafür hat man mir mich geschickt, siehst du? Alter, wir haben hier einfach mal alles geklärt, das ist geil. Jetzt ist nur noch halt in den Höhlen da richtig die Party am Abgehen. Hier, guck mal, zack. Got it. Da will ich nicht rein. Techniker, reparieren wir da ein bisschen was. Wollt ihr rein da? Alles klar, geht rein. Komm, wir gehen jetzt auch rein, komm. Genau, wo ich das Ding verlasse, genau da kommt Druidika an. Natürlich. Klingt wie ein schlechter Witz, aber ist leider so. Ja, keine Sorge, das ist kaputt. Rein da, Leute, rein da. Scheiß auf den Druidika, ran da, ran an den Speck. Boah, jetzt mach hin. Diese Speckbeppos haben doch keine Chance gegen uns. Jetzt geht er rein, komm. Boah, Junge. Ich muss unbedingt wissen, ne? Ihr habt's gesehen, ich wollte eigentlich schon aussteigen und da jetzt ein bisschen mitmischen.
nein. Kam noch so ein blöder Druidiker um die Ecke. Hat mir alles verdorben. Du hast eine Mine gelegt. Sehr clever von dir. Dein Pech ist allerdings, dass ich mit meinen Dingen nicht reinkomme. Boah. Hab dich. Backt er jetzt eine feine Sache. Yeah, warte mal. Backt da Muni, Elitegewehr. Sehr gut. Ach, scheiße. Gut, Leute, Rüdiger gesichtet. Werfe Granate, yeah. Ich habe keinen Bock zu sterben. Ah, ja. Boah. Mein Panzer ist natürlich hinüber. Sehr schön. Hat irgendwer Bagda dabei? Irgendwie Bagda. Ich hätte auch Heilsteine angenommen. So irgendwie so. So von irgendwelchen Urvölkern. So diese Heilsteine, wo sie sagen, ja, die haben magische Fähigkeiten und so. Hätte ich dir nicht angenommen. Nicht euer Ernst, jetzt geht's hier wieder los, oder was? Wir dürfen nicht zulassen, dass jetzt zu viel aus der Höhle rauskommen. Leute, wir hätten sie genau da gehabt, wo wir sie auch haben wollten. Verkrochen in einer dunklen Höhle. Wie sind die hier gelandet? Ich sag bloß, die überrennen uns gerade so hart, dass der Kommandoposten noch wieder. Ja, der ist von denen wieder erobert worden. Was könnt ihr eigentlich? Ein Druidiker! Ah, macht natürlich Sinn. Weißt du, da war ein Druidiker. Wir konnten das nicht halten. Halt die Klappe. Ihr habt das gefälligst zu halten, wenn ich es euch sage. Psst. Bleibt da liegen. Die dürfen diesen Posten nicht nochmal erobern. Nacht. Also, wer will noch, ja? Psst. Da wird's noch, okay, komm her. Okay, ja, die krieg ich auch noch. Psst. Keine Druiden hier. Okay, das sieht gut aus. Hab dich erledigt. Make it bacon. So, dann gehe ich mal in die Höhle rein und heiße die ja alle willkommen. Druidiker kaputt geschnibbelt. So, tut aber ein Sniper. Ich hab dich genau gesehen hier. So, ich gehe jetzt hier rein in die Höhle. Ich gehe ran an den Speck. Hab dich. Wir müssen die Kommandoposten der Höhle zurückbekommen. Und den haben die einen weiteren Weg. Die haben unseren Originalposten. Haben die. Oh, warte mal. Die hat gerade beschossen. Unseren Originalposten, wo wir angefangen haben, genau den haben sie erobert. Wie konnte das passieren? Ich frage mich ernsthaft, wie die das geschaffen konnten. Oh, ist mir kalt. Okay, die Mundi ist kalt. Oh, fuck. Psst. So, noch 16 Druiden am Leben. Psst. Hab dich, weil die Mine springt, weil die Mine macht verdammt viel Schaden. Da oben, den will ich noch erobern. Hat eben noch einen einzigen Kommandoposten. Zack. Wirklich, ich frage mich wirklich, wie konnten die hier erobern? Warte mal, erobern die gerade? Ihr habt die erobern gerade den Einkommenposten. Es sind nur noch 12. 12 gegen 258. Wie konnt ihr das schaffen? Ich bin gerade schockiert. 7, es sind 7 Druiden. Und die schaffen es hier, Kommandoposten Nummer 3 zu halten, oder was? 4. Und die 4 schaffen es da allein, die Stellung zu halten. Nee, nicht unter. Nicht mehr in meiner Schicht, ich gehe jetzt hin. Doch, ich gehe jetzt wohin. Vor allem freier Oberkörper, mitten durch eine Schneewüste. Kid Fistu ist halt hart nehmen. Da oben habe ich, glaube ich, jemanden gesehen, warte mal.
sehen. Haben wir erledigt, sehr gut. Weiter geht's. Also Leute, helft mir auch dabei, die Kommandoposten zu holen. Sehr gut. Sind noch zwei Druiden übrig, die haben eh keine Chance. Die von der Gurkentruppe da, hier. Die hätten sich für sonst gewatt. Im Geschützturm, ah. Es sind nur noch zwei, die müssen irgendwo sein. Na da, da. Da hast du dich verkrümelt. Dann hältst du dich. Für wen hältst du dich, ja? Fuck, das schaffe ich nicht mehr. Sieg! Perfekt. Sieg auf ganzer Linie. Das Schwert backt zwar ein bisschen, aber egal. Nächste Station, würde ich sagen, ist Hoth. Hoth ist auch eine richtig geile Map. Hier, guck mal hier. Ist doch geil. Wenn wir das sehen lassen hier. Ist aber auch geil. Da habe ich nackt auf dem Dach gesessen. Hallöchen Hoth. Wir spielen heute mal als das Imperium. So Leute, Attacke, dann wollen wir mal hier den Stützpunkt der Rebellen einnehmen. Erstmal ins Geschütz rein. Ja, der wird auf jeden Fall da reingehen, oder? Keiner? Okay, ich mache erstmal die ganzen Geschütze kaputt. Aber mit den Dingen das Ganze schön aufladen, dann macht es noch mehr Schaden. Einen Schuss noch, dann bist du erledigt, Kumpel. Gute Nacht. Ah, Schneegleiter! Mich hat ein Schneegleiter erwischt. Ah. Blutmänner. Okay, wenn ihr das so wollt. Wir können das Ganze auch ein bisschen anders spielen. Das sind unsere Truppen. Da sind die von den Rebellen. Ja, dann spielen wir das Ganze halt her. So, ja. Das muss wieder. Yep, habe ich gesehen. Das sind unsere Türme, die mache ich natürlich nicht kaputt. Ja, bam, erwischt. Bam, Schakalaka hier. Wollen wir uns im Wettrennen liefern, oder was? Wir tauschen Position, dann gehe ich hier in die Richtung. Ich hier, warum ich hier so verdammt langsam bin. Und da fliegt er rein, leider nicht. Na klar, ATST, damit bist du halt ein bisschen schneller, aber das muss ja nicht sein. Jetzt sind wir hier unterwegs. Und so, bin ich auf dem Weg. Mann, werden die sich freuen, wenn ich da bin. Speeder, Moment. Komm her, du Schneegleiter, komm her, du. Ja, halt nicht. Okay, aber wir sind weit genug rangerückt, um erstmal hier die ganzen Geschütztürme kaputt zu machen. Yeah. Yeah, schön auf die Geschütztürme. Bam, der Schaden ist einfach massiv. Wir haben auch kaputt. Du kannst damit jetzt keinen mehr Schaden zufügen. Ihr wollt Streit von mir aus, kriegt der Streit hier. Du wolltest es so von mir aus, kriegst du so. Schön erwischt, so. Schildgenerator, wenn der kaputt ist, dann haben die keinen Kommandoposten mehr da draußen, das ist prima. Draufhalten, draufhalten, aber jetzt schön kaputt. Nee, Schildgenerator ist wirklich so. Wenn der kaputt ist, dann haben die da keinen Kommandoposten mehr. Im Prinzip hat man es da irgendwann dann geschützt dran. Sieht nicht so aus, ne? Aber wir können schon draufhalten. Also ist ehrlich gesagt, wir machen mal hier die ganzen Geschütze kaputt, aber wenn da nichts ist, dann ist er gut. Red Star Vader. Nee, das mal. Ich lehne dankend ab, macht das mal hier zu viel Spaß hier im ATST, ich meine, beziehungsweise AT-AT drin zu sein. ATST sind ja die kleineren. Traut euch, kommt zu mir. Yeah. Wenn da keine Geschütze mehr da sind, würden die auch nicht mehr gegen uns eingesetzt werden. Hier, das heißt gegen uns. Moment.
kaputt. Also drückt die ganze Zeit nach vorne, trotzdem ist der andere irgendwie gefühlt schneller als wir. Tja, muss wohl Luke Skywalker drauf sitzen, wa? Hier erledigt. Es ist erfroren, bevor es mich erreichen konnte. Er kommt. Ah, jetzt haben sie das Seil ausgepackt. Nicht gut. Wir wollen ein bisschen Shibari machen. Ein bisschen Bondage vielleicht hier. Hab dich. Ja, Junge, hab dich. Macht weiter voran, Leute. Habt ihr eigentlich den Kompass immer noch nicht erobert, oder was? Leute, erobert gefälligst den Kommandoposten da drüben. Hier, ich baller jetzt extra noch ein bisschen mit dir hin, hier. Guck mal hier, die können uns eh nichts antun, deswegen immer schon draufhalten. Wisst ihr was? Einfach, weil ich es kann, lasse ich die jetzt die Macht der dunklen Seite spüren. Das gefällt dir, was? Das gefällt dir. Yeah. Hab dich. Spür die Macht der dunklen Seite. Spür die Macht der dunklen Seite. Spür die Macht der dunklen Seite. Dunklen Seite. Doch, Wookie. Spürt alle jetzt die Macht der dunklen Seite. Activate! Okay. The Sith Academy is not here. Der Vertrauen deiner Freunde ist die deine. Mit deinen Gedanken zu ihr hast du noch sie verraten. Er ist auf unserer Seite, sehr gut. Ja, gib mir mal Deckung. Gib mir mal ein bisschen Deckung, wenn ich hier ein bisschen mische. Ich gehe zu Cook Sesamstraße. Yeah, gut so. Ich gehe durch die Schneehöhlen durch. Na, wer will noch? Wer will noch? Wer will sich hier mit mir anlegen, ne? Hat doch Vader auch so im Film gemacht, der ist ja auch durch diese Tunnel durchgelaufen. Du kommst mir nicht durch. So, letzte Kommandoposten hier. Wenn wir jetzt die noch hier erobert haben, ist ja alles vorüber. Ich bin ja drüben, Wookie. Wird das noch nichts mehr mit Verstärkung, wa? Habt ihr euch so früh gefreut, Rebellen? Jetzt haben wir sogar noch gleich gewonnen, das ist doch super. Da tun sich noch ein Rebellen, ran an den Speck. Diesen Wookie Krieger ist aber ein Rebellen, nimm das, mein Junge. Spür die Macht der dunklen Seite. Wer möchte uns denn jetzt noch irgendwie aufhalten hier mit dem Raketenwerfer? Nee, nichts da hier. Die in den Schnee klettern können, den Krieg nicht noch gewinnen. Ey, noch so viele Truppen übrig, aber die haben es einfach nicht geschafft. Ey, Captain Iglo, wusstest du eigentlich, dass der Detlef hier schwul ist? Die haben es halt einfach nicht geschafft. Gegen die dunkle Seite der Macht kann man auch nicht bestehen. 74 Kills, aber egal. Naja, wollt's mal eine lockige andere Runde. So, meine Lieben, würde ich mir sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Passt euch auf, macht's gut, meine Freunde. Ciao. Diesen Finger hier, mit dem zeige ich jetzt mal genau da hinten hin. Meine Jungs wissen, was das bedeutet. Komm mal mit.